All hail the power of Jesus Christ. NAS Storage und Windows Home Server ist nun auch bei Acer eingezogen in Form eines kleinen Würfelchens, gerade mal 20 x 20 cm groß. Hier haben wir die Business-Version, den Acer Altos Easy Store. Dieser hat ein eher raues Design, 4 Festplatten, die hotplattfähig sind. Das Ganze wird mit einem Intel Atom 230 Prozessor betrieben und Intel 945 GC Chipsets. Es ist nicht die sparsame Version der mobilen Netbooks. Wahrscheinlich befindet sich im Inneren ein Mini ITX Mainboard im 17x17 cm Format. Auf der Rückseite sehen wir hier die typischen Anschlüsse eines Home Servers, also nur LAN, 4 USB Schnittstellen und eine eSATA Schnittstelle. Ein VGA-Videoausgang ist hier nicht nötig, da solche Home-Server in der Regel ja über Remote Control bedient werden. Hier haben wir dann auch die Consumer-Version, das Acer Aspire Easy Store, gedacht für den Endbenutzer und nicht für die Business-Konten. Auch ausgestattet mit einem Intel Atom 230 Prozessor und Intel 945 GC Chipsatz. Das Design ist noch schöner, eleganter. Die Festplatten sind aber nicht hotplug-fähig wie die Business-Version. Sehr kompakte Bauform, wirklich sehr attraktiv für jeden Kunden. Preislich dürfte es bei 350 Euro liegen. Auch das ist nicht sehr viel dafür, dass man wirklich einen Home-Server hat, der die ganzen Daten absichert.